grundsätzlich verspricht Triumph, dass die eher in Richtung RS-Vorgängermodell orientiert ist, also etwas dynamischer, etwas sportlicher geworden ist. Von daher auf jeden Fall für den preisbewussten Käufer eine sehr gute Entscheidung, weil die Basis eben eine sehr, sehr dynamische geworden ist. Servus nochmal und einen schönen guten Tag aus Jerez. Wir sind hier bei der Präsentation der neuen Street Triple RS und im Hintergrund steht auch die Street Triple R. Die Modelle wurden für 2023 komplett überarbeitet und bevor es losgeht, schauen wir uns die Motorräder an und falls ihr euch jetzt fragt, hey, wieso hat denn der Typ von Motorrad und Reisen Triumph-Klamotten an? Es gab auf der Reise her leider ein großes Problem mit unserem Gepäck. Einige Leute sind jetzt nur in Triumph-Klamotten unterwegs, weil das Gepäck verloren gegangen ist. Also, wir haben hier nicht die Triumph-Brille auf, nur die Klamotten an und jetzt aber geht's an das Modell. Und bevor es losgeht, erzähle ich euch mal so ein bisschen, was sich am Motorrad getan hat, vor allen Dingen außenrum. Denn die eigentlichen Veränderungen sind tatsächlich im Inneren des Modells und vor allen Dingen im Inneren des Motorrads zu finden. Aber wir fangen mit der Optik an und da haben wir natürlich vorne den inzwischen seit 2020 vertrauten Street Triple Look mit der LED-Voll-LED-Lampenmaske und dem Tagverlicht. Aber die Kanzelverkleidung über dem Licht ist neuer geworden, erinnert ein bisschen an die Speed Triple und auch das gesamte Design. Ich nehme jetzt hier mal die Handschuhe runter, das ist nämlich nicht mein Motorrad. Auch das gesamte Design ist hier deutlich kantiger geworden. Der Tank ist höher, hat jetzt so einen leichten Aufbau und auch hier die Seitenverkleidung jetzt deutlich kantiger, geht über den Rahmen hinweg. Die Verkleidung hier an der Seite vom Kühler auch neu und wie üblich für die Street Triple RS die kleine Bugverkleidung in Motorradfarben. Dann neu bei der RS auch der Auspuff mit der schwarzen Kappe. Diejenigen von euch, die die Vorgängerin kennen, wissen jetzt, hey, das war doch ursprünglich mal Carbon, genau, das gibt es nicht mehr. Und tatsächlich auch die komplette Abgasanlage ist neu, da gehen wir aber später noch drauf ein. Ja, und wie gesagt, Tank natürlich neu designt, das Heck im Look wie bei einer Vorgängerin steht jetzt aber etwas höher, weil die Geometrie sich verändert hat. Aber da sprechen wir auf jeden Fall auch später noch drüber, denn die hat einen wichtigen Einfluss auf das Fahrverhalten. Und das wollen wir uns natürlich erstmal angucken, bevor wir darüber ein Wort verlieren. Ja, und die RS habe ich euch gerade vorgestellt. Hier steht jetzt noch die R. Die hat natürlich die gleichen optischen Änderungen erhalten. Und was man hier bei der RS auch noch bemerken kann, ist tatsächlich die Farbgebung. Denn der Rahmen bei der Vorgängerin hatte eher so ein Magnesiumbraun und auch die Motordeckel sind jetzt wieder komplett schwarz. Und vor allen Dingen, wenn man auf die andere Seite geht, sieht man das, wenn man sich diesen schwarzen Deckel anschaut. Das erinnert doch alles sehr an die alten Street Triple Modelle. Damit haben wir uns so ein bisschen mal die Optik angeschaut und wir gehen jetzt auf die ersten Kilometer auf der Landstraße. Im Hintergrund läuft schon das erste Motorrad. Und dann gibt es auch schon weitere Informationen natürlich und erste Fahreindrücke zur neuen Street Triple Modell 2023. So, wir sind am ersten Fotostopp angekommen, hatten schon die Gelegenheit, die neue Street Triple RS ein paar Kilometer auf der Landstraße zu bewegen. Ja, die Landschaft ist schön, die Sonne scheint auch und die ganze Geschichte macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn man ein potentes Motorrad unter dem Hintern hat, unter dem Allerwertesten hat. Und das haben wir tatsächlich. Hier steht sie vor uns, die RS-Variante. Wir sind ja heute auch mit der R unterwegs und ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, die wichtigsten Änderungen sind natürlich die den Motor betreffen, denn da hat sich so einiges getan. In der RS-Variante ist es ja so, dass wir ab
Modelljahr 2023 130 PS haben. Und das verdankt das Motorrad umfassenden Änderungen im Inneren dieses inzwischen schwarzen Triebwerks. Und wir haben neue Kolben, wir haben neue Brennräume, beziehungsweise der Brennraum überarbeitet. Wir haben neue Ventile, wir haben neue Pleuele, wir haben eine neue Kurbelwelle. Also einiges getan, andere Einlasszeiten, andere Ventile, also sehr, sehr viel passiert. Und in Summe ergibt das Gesamtpaket eben 130 PS bei der RS, 80 Newtonmeter Drehmoment bei 9.500 Touren. Die R-Variante hat 120 PS, also 10 weniger, und das bedeutet für die R 2 PS mehr im Vergleich zur Vorgängerin. Für die RS sind es sogar deren 7. Und ich hatte erwähnt, wir sind jetzt mit dem Motorrad schon unterwegs gewesen, und die Frage ist jetzt natürlich, wie fühlt sich die ganze Geschichte an? Und da lässt sich nur sagen, es ist deutlich kräftiger als die Vorgängerin vom Fahrgefühl her. Und das liegt nicht nur an den 7 PS, sondern das liegt auch an den Änderungen, die im Umfeld des Motorrads passiert sind. Denn wir haben auch ein neu gestuftes Getriebe. Der erste Gang ist ein bisschen länger geworden. Gangstufe 2 bis Gangstufe 6 sind nun aber kürzer. Das sorgt natürlich dafür, dass sich das Motorrad kräftiger anfühlt, und auch der Sekundärantrieb, die Sekundärübersetzung ist deutlich kürzer ausgefallen im neuen Modell. Wir haben jetzt nämlich nicht mehr wie in der Vorgängerin 16 Zähne und 46 hinten am Ritzel, sondern 15 vorne und 48 hinten. Also deutlich kürzer, und das merkt man eben tatsächlich beim Fahren. Das Motorrad wirkt deutlich kräftiger, wenn man überholt auf der Landstraße, Auto, LKW. Das geht nun deutlich zackiger, und es fühlt sich tatsächlich so an, es ist schon ein bisschen her, dass ich die alte gefahren bin, aber es fühlt sich so an, als könnte man mit der neuen immer einen Gang höher fahren. Also subjektiv ein deutlich kräftigeres Gefühl und ein deutlich kräftigerer Motor als das Vorgängermodell. Wir machen jetzt noch ein paar Kilometer, und dann erzähle ich euch auch noch ein bisschen mehr zum Thema Handling und grundsätzliches Fahrverhalten des Motorrads. Und wir werden auch uns noch jemanden von Triumph an die Seite holen, um uns ein bisschen aufklären zu lassen, warum das Motorrad oder vor allen Dingen die Motorräder, es sind ja zwei Modelle, in die Richtung entwickelt wurden, wie sie jetzt 2023 vor uns stehen. Der Tag mit der neuen Street Triple geht zu Ende. Wir waren heute Nachmittag auf der Landstraße unterwegs, nicht nur heute Nachmittag, auch heute Vormittag. Der Nachmittag stand aber ganz im Zeichen der Street Triple R, so wie sie hier vor uns steht. Und ich habe mir für ein paar Hintergrundinformationen Nathalie Kavafian an die Seite geholt. Nathalie ist Geschäftsführerin für Deutschland und Österreich bei Triumph. Und was mich im ersten Moment interessieren würde, ist: Wir haben jetzt die R, wir hatten die RS heute Vormittag, und es gab ja in der Vergangenheit auch noch ein S-Modell. Warum wurde die denn, ich sag das mal ganz lapidar, gestrichen? Ja, also wir haben die mit dem neuen Modell ja tatsächlich aus dem Modell-Lineup entfernt, weil wir als Einstiegsbike die Trident jetzt haben, und seit der Markteinführung der Trident sind die Verkaufszahlen der S wirklich marginal geworden, und dann macht das keinen Sinn, dieses Modell weiterhin aufrechtzuerhalten, und deswegen haben wir die quasi gestrichen, wie du sagst, und uns halt auf die R und die RS fokussiert. Jetzt haben wir ja die RS, die sich technisch etwas weiterentwickelt hat. Wir haben den Motor komplett überarbeitet bei beiden Modellen, und ganz, ganz wichtig, wir haben auch eine neue Elektronik. Beide Modelle kommen jetzt mit einer IMU, und wir haben dadurch neue Features mit an Bord. Einmal ein Kurven-ABS und die Kurventraktionskontrolle. Jetzt hat das ja bei den alten Modellen sehr, sehr gut funktioniert. Kannst du sagen, was da die Motivation war bei Triumph, da diesen nächsten Schritt zu gehen? Also einmal natürlich das Feedback aus dem Markt von, den Kunden. Das ist das, was wir auch immer einholen, wenn wir wirklich neue Modelle dann halt auch launchen. Wir haben uns auch viel das Feedback zu der R auch eingeholt von den Kunden, und denen war technisch dieser Unterschied zwischen einer R und einer RS dann zu groß, und dann mit dem Preisvorteil, dass halt wirklich jeder gesagt hat, okay, dann muss es wirklich die RS sein. Und also deswegen jetzt halt auch dieses größere Update, vor allen Dingen auch was das Display anbetrifft, auf der R, um die R auch noch attraktiver zu machen als Einstiegsmotorrad. Wichtiger Punkt, darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch hinauskommen. Ihr habt jetzt ja R und RS, die R habt ihr jetzt
im Vergleich zur alten so ein bisschen abgegradet. Auch stark, so auf Kundenrückmeldung sozusagen. Wer ist denn der oder die Kundin, die ihr mit diesem Modell ansprechen wollt? Mit der R jetzt spezifisch? Mit der R spezifisch, genau. Also, also es ist grundsätzlich der gleiche Kunde. Für uns ist halt die RS ist das Top-Bike. Das bleibt auch das Top-Bike. Und wir wollen halt einfach hier den Kunden den Einstieg tatsächlich ermöglichen, dass das wirklich für Landstraße und wirklich den wahrscheinlich meisten Gebrauch, den die meisten Kunden dann halt auch haben, ein Top-Motorrad ist und nicht die Sparversion der RS, wie es halt häufig wahrgenommen wird. Das ist keine Sparversion der RS, das ist alleine ein absolut vollständiges Motorrad. Ja. Und das war die Mission tatsächlich für die R und deswegen auch für euch die Möglichkeit, die R ganz losgelöst halt wirklich zu erfahren. Ja. Und wie meine Eindrücke zur R sind und vor allen Dingen die Eindrücke im Vergleich zur RS, das erzähle ich euch jetzt im Fazit. Und danke dir für herzlichen Dank. Das kurze Gespräch. Vielen Dank. Wir sehen uns gleich. Der Tag mit den neuen Street Triple Modellen geht zu Ende und damit ist es natürlich Zeit für ein Fazit. Unterwegs habe ich euch ja schon erzählt, wo die optischen Unterschiede liegen, wo der Motor seine sprichwörtlich neuen Stärken hat. Und jetzt geht es für euch natürlich noch darum, wie hat sich das Motorrad heute im Landstraßenbetrieb geschlagen? Welche Mehrwerte generiert die nun neue Elektronik? Wie hat sich das Fahrwerk angefühlt? Und vor allen Dingen natürlich für euch ganz wichtig, wie unterscheiden sich die beiden Modelle dann? Fangen wir beim Thema Ergonomie und Fahrwerk an. Das ist natürlich auf der Landstraße besonders wichtig. Und hier hat sich auch bei Triumph einiges getan. Ich fange mit der RS an. Man sitzt jetzt etwas höher auf dem Motorrad. Das liegt unter anderem an einer geänderten Geometrie. Der Lenkkopfwinkel ist jetzt etwas steiler, wir haben etwas weniger Nachlauf, das Heck ist etwas angehoben und das sorgt natürlich für ein bisschen sportlicheres Handling als bei der Vorgängerin. Und da hat Triumph tatsächlich alles richtig gemacht, denn das Motorrad fühlt sich nicht nur sehr, sehr handlich an, ein Tick handlicher als die Vorgängerin, ohne, und das ist das Wichtige dabei an der Geschichte, ohne dabei aber zu nervös zu wirken. Also Ergonomie und Geometrie ein wichtiger Punkt. Und was das Handling auch mit begünstigt, ist jetzt tatsächlich der neue, etwas breitere Lenker. 12 mm ist er in der Breite angewachsen, ansonsten in der Positionierung identisch wie bei der Vorgängerin. Das heißt, wenn man sich auf das Motorrad setzt, man hat dieses, wenn man die alte Triumph kennt, nach Hause kommen Gefühl, alles findet sofort seinen Platz und wird da positioniert, wo es hingehört. Und auf der Straße macht das tatsächlich enorm viel Laune. Es ist wirklich beeindruckend, wie handlich das Motorrad sich fahren und dirigieren lässt. Und was ganz, ganz wichtig an dieser Stelle natürlich ist, wir haben sehr viel Neutralität, trotz des leichtfüßigen Handlings. Also wirklich eine sehr, sehr ausgewogene Kombination. Unterstützt bei der S wird das Ganze natürlich auch durch die sehr sportliche Bereifung. Wir haben den Pirelli Supercorsa SP V3. Der hat natürlich ein sehr sportliches Profil, was das Handling noch ein bisschen verbessert. Daher Schwung direkt zur etwas budgetseitig günstigere ausgestatteten Schwester. Hier ist die Geometrie nicht ganz so, ich sag jetzt mal, extrem. Bleibt wie bei der Vorgängerin, aber das Motorrad ist auch hinten etwas höher, man sitzt etwas höher, 826 mm, also auch relativ vorderradorientiert, relativ hoch auf dem Motorrad und auch hier der Lenker gleiche Breite und damit eigentlich auch ein sehr vergleichbares Fahrverhalten. Unterschied macht hier natürlich auch die Bereifung, wir haben den Conti Road montiert, der hat eben ein bisschen eine andere Kontur und fährt sich dadurch etwas entspannter und es trifft tatsächlich eben auch auf die Eigendämpfung des Reifens zu. Das ist bei dem Pirelli Supercorsa der RS natürlich eher auf der transparenten und sehr feedbackgebenden Richtung orientiert. Jetzt haben wir über die Reifen und das Feedback gesprochen. Das betrifft natürlich auch das Fahrwerk und auch hier gibt es Unterschiede zwischen der RS und der R. Die RS kommt mit einer Shure Big Piston Gabel, Upside Down natürlich, und einem STX 40 Federbein von Öhlins. Diese Konfiguration kennen wir schon so aus der Vorgängerin. Die ist auch tatsächlich unverändert, da hat Triumph nicht Hand angelegt. Und die
günstigere Schwester, die er kommt auch mit einer Showa-Gabel, allerdings eine etwas andere Konfiguration, also etwas anders aufgebaut, und die R-Variante vertraut auch auf ein Federbein aus dem Hause Showa. Wo liegt der Unterschied? Die RS ist in der Grundabstimmung natürlich etwas sportlicher, etwas direkter, etwas weniger komfortabel, kann man gar nicht sagen, aber sie liefert etwas mehr Feedback, und das sorgt natürlich auch auf etwas ungünstigeren, etwas schlechteren Straßenverhältnissen für gutes und viel Vertrauen. Das ist auch bei der R gegeben, aber eben nicht ganz so ausgeprägt, nicht ganz so auf dem hohen Level, wie es eben bei der RS der Fall ist. Unterschiede, Stichwort Vertrauen, Stichwort schlechte Straßenbedingungen, gibt es auch bei der Elektronik. Wir haben in der RS 5 Riding Modes, eigentlich sind es deren 4. Wir haben Rain, Road, Sport und Track, einen Rennstreckenmodus. Und der 5. Modus ist der Rider Mode. Hier lassen sich eben die verschiedenen Einstellungen zusammen konfigurieren. Und die R-Variante, die ja eben nicht so sportlich ausgerichtet ist, muss auf diesen Track-Modus verzichten. Das hat tatsächlich auch einen großen Unterschied in der Konfiguration des ABS, denn die Track-Variante, der Track-Modus, bietet eine ABS-Einstellung, die eben deutlich sportliches Bremsen erlaubt. Und hier kommen wir tatsächlich auch zu einer großen Neuerung auf der Elektronikseite beim Motorrad. Wir haben nämlich jetzt eine IMU an Bord, also so eine genannte Inertial Measure Unit. Das bedeutet, wir haben jetzt Sensoren mit dabei, die eben zu jeder Zeit über die Positionierung des Fahrzeugs Informationen an die Elektronik weitergeben und so eben die Möglichkeit besteht, ein aufgrund der äußeren Umstände abgestimmtes und regelndes ABS, Kurven-ABS, auf die Beine zu stellen und ins Motorrad zu integrieren. Und das Gleiche gilt auch für die neue Kurventraktionskontrolle, die jetzt eben nicht nur Informationen über den Schlupf hat, sondern eben auch über die Position des Motorrads und dadurch halt einfach viel besser funktionieren kann und tatsächlich auch jeder in jeder Situation den perfekten Vortrieb generieren soll. Perfekter Vortrieb, ich habe es unterwegs schon erwähnt, 130 PS die RS, 120 PS die R-Variante. Im Landstraßenbetrieb spürt man diesen Unterschied eigentlich nicht, weil man das Motorrad relativ hoch drehen muss, um in den High-End-Power-Bereich zu kommen. Also hier geben sich die Modelle tatsächlich nichts. Das maximale Drehmoment steht bei beiden Modellen bei 9500 Touren an. Also hier haben wir tatsächlich eine ähnliche Ausrichtung für die Landstraße, und das fühlt sich in allen Situationen bei beiden Modellen sehr, sehr gut und ja, sehr kräftig an, was auch an der neuen Getriebekonfiguration liegt und der deutlich kürzer geratenen Sekundärübersetzung. Die wichtigste Frage natürlich zum Schluss: Wer sollte sich für welches Modell entscheiden? Und unterm Strich kann man tatsächlich sagen, es kann eine Herzensentscheidung sein. Wir haben natürlich einen Preisunterschied. Die R steht mit 10.195 Euro beim Händler, die RS etwas teurer, 12.295 Euro. Und grundsätzlich verspricht Triumph, dass die R eher in Richtung RS-Vorgängermodell orientiert ist, also etwas dynamischer, etwas sportlicher geworden ist. Von daher auf jeden Fall für den preisbewussten Käufer eine sehr gute Entscheidung, weil die Basis eben eine sehr, sehr dynamische geworden ist. Die Frage ist tatsächlich, will ich mit dem Motorrad sehr, sehr sportlich fahren und vielleicht auf die Rennstrecke gehen, dann kommt die R eher nicht in Frage, dann die RS. Bewege ich das Motorrad nur auf der Landstraße, dann ist die R auf jeden Fall eine super geniale Wahl. Und ja, wenn ihr eher Richtung Performance orientiert seid und wirklich eine eierlegende Wollmilchsau mit super Ausstattung, mit tollen Komponenten wollt, die nicht nur auf der Landstraße, sondern auch auf der Rennstrecke performt, dann ist auf jeden Fall die RS die bessere Variante, denn hier habt ihr, mal abgesehen von den Spiegeln und vielleicht zu niedrigen Fußrasten, alles an Bord, was ihr braucht, um auch beim Trackday Spaß zu haben. Damit ihr uns vielleicht so ein bisschen Rückmeldung gebt, in welche Richtung ihr tendiert, lasst uns doch gerne wissen, welches der Modelle eher eurem Spektrum entspricht. Schreibt es hier uns in die Kommentare. Wir sind sehr, sehr gespannt, was für euch die passendere Variante wäre. Und falls euch das Video gefallen hat, falls ihr noch Fragen habt, freuen wir uns natürlich A über einen Kommentar, B über ein Like und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Kanalabo. Und dann seid ihr beim nächsten Video mit dabei. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, sage ciao, bis zum nächsten Mal.